So, meine werten Damen und Herren, recht herzlich willkommen zurück zur wunderschönen Anfang von Control. Ja, wir machen weiter. Nicht mit der Quest, die hier gerade ausgewählt ist, aus irgendeinem Grund. Und ich weiß auch nicht, warum ich jetzt wieder hier die... Oh. Oh, das muss ich jetzt auch wieder neu machen hier. Boah. Ja, ich weiß nicht, warum jetzt die Nebenquest hier ausgerüstet ist. Doch, ich weiß eigentlich schon, weil wir die beim letzten Mal ja... Ah, guck mal, hier ist noch ein eigener. Das ist ja... Noch viel besser. Nee, oder? Hatte ich den letzten Mal aus einem anderen Ding geklaut? Naja. Wie dem auch sei, wir setzen den jetzt erstmal hier ein. Wieder erneut. Dann verzieht sich das. Wir verziehen uns auch. Und das Ding hatten wir eigentlich letztes Mal. Und das werden jetzt... Ja, ach, keine Ahnung. Dann halt PC-Steuerung. Meinetwegen spielen, meinetwegen. So, wir müssen jetzt hier irgendwie rein, ne? Wir hatten hier aber auch immer noch eine Tür. Aber hier ist nur Toilette. Hier ist nur Toilette. Wie machen wir das denn? Hier haben wir auch... Ja, irgendwie, die sind halt buggy irgendwie, die Audio... Ah, komm. Die Audio-Wiedergabegeräte, weil die irgendwie immer wieder, weil die halt nicht aufhören. Was so komisch ist. Oh, hi. Was geht? Ach, Bro. Ich liebe fliegende Heinis. Gegen den Ranger. Es wird doch wieder eine Achievement geben, wenn wir eine gewisse Anzahl von denen killen. Wow. Mittlerweile ist er recht stark geworden, ne? Ach so, das ist. Das ist immer noch die Aufnahme. Dachte, jemand will was von mir. So, können wir jetzt ja weiter hier, so von der Bärchen. Hilfebilder? Bright Falls? Nee. I don't feel right. Something in this darkness is draining me. Mhm, willkommen in Alan Wake. Ich werde mal eben kurz hier, damit das nicht so irritierend ist, die ganze Zeit mal eben kurz wieder die richtige Quest anwählen. Nicht die Dunkelheit, wenn ich den Fungus versorge, Pflanzen mit Licht. Das sind spannende Aufgaben. Naja, werden wir auf jeden Fall auch irgendwann tätigen. Und da brauchen wir wahrscheinlich Strom. Vielleicht funktioniert das Ding hier noch gar nicht. Oder doch? Hm. Shit. Now what? What is that? Powered by ugly darkness. Come on, elevator, time to go. Schalte die Lichter an, um die Kreatur zu besiegen. Wohl wahr, wohl wahr. Kann ich hier denn noch Licht machen? Naja. Weil ich ihn wahrscheinlich erstmal dahin locken muss, ne? Wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass er so halt einfach nicht da reingeht. Oder die wieder anplackt. Irgendwas habe ich ja gerade in Erinnerung. Hey, na? Wer ist damit? Oh oh. Noch mehr Lichtquellen, also Lichtmöglichkeiten. Ich bin gerade auch ziemlich arg verwirrt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin hier so bei Licht, das ist cool und so, aber das hilft mir ja nicht. Also da bin ich zwar sicher, aber ich will den Typ mehr platt machen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Come on!
atmen. Einfach atmen. Oder soll ich ihn hier vielleicht mal... Ja, den kann ich nicht mehr rausnehmen. Hä? Kralle ich gerade nicht. Ah, guck mal. Versteckt. Gleich tot. Da hinten ist noch einer. Ja, okay. Ja, okay. Got it, fam. Werde jetzt wahrscheinlich sterben. Fundament. Achso. Das ist ein bisschen erschrocken. Eine neue Fundamentsquest. Oh, kann ich hier. Ach ne. Kann ich mal machen. Okay. Ach, Glück gehabt, okay. Ha, Glück gehabt, Glück gehabt. Okay, Hartmans Vorgeschichte. Dr. Emil Hartman ist ein akademischer Psychotherapeut, der ein Erholungszentrum in Bright Falls, Washington, Wisconsin, mit Fokus auf die Behandlung von Künstlern mit kreativen Blockaden und sonstigen psychischen Störungen betrieben. Offiziell schien Dr. Hartmans Behandlungszentrum hinsichtlich seiner Methoden und Ziele nicht weiter beachtenswert. Hinter den Kulissen missbrauchte Dr. Hartman allerdings seine Patienten, um sich mögliche verborgene Fähigkeiten zunutze zu machen und zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. Aus diesem Grund wird er als Parakrimineller zweiter Klasse eingestuft. Anmerkung: Weitere Informationen über die Verbindung zwischen Künstlern und ihrer Fähigkeit, die Realität durch künstlerische Medien zu finden sich in Akte. Untersuchung hat ergeben, dass Dr. Hartman seine illegalen Praktiken alleine durchführte. Nachdem die Behörde während der Untersuchung des an ihn herangetreten war, zeigte er keine Reue oder Absicht, seine Praktiken einzustellen. Dr. Hartman wurde in Gewahrsam genommen, evaluiert und Monate später freigelassen, da er als vernachlässigbare Bedrohung eingestuft wurde. Seine Zulassung wurde ihm permanent entzogen. Und dann wurde er dunkel. Dann wurde er dunkelhäutig. Nein. Aua! Ach, Falldamage, sei doch nicht so. Ah, ja, der Spielautomat ermöglicht Jesse den Zugriff auf verschiedene Spiele. Ist ein Ü. Ich weiß, das kennst du in deiner Sprache nicht, Jesse, aber es ist ein Ü. Schieben war schon richtig. Ja. Da gibt es so einen Arcade-Automat. Da muss man, glaube ich, so wellenartig Gegner, ja, aushalten. Und man muss es einmal machen für eine Quest. Und das können wir eigentlich gleich mal eben erledigen, oder? Ich sage, das machen wir jetzt auch gleich mal eben. Haben wir das schon mal. Aber erstmal will ich hier nochmal alle Sachen finden und lesen. Night Springs, Drehbuch Seite 1. Anmerkung: Dieses Drehbuch wurde gefunden, nachdem die Behörde die Fernsehserie Night Springs sowie die Skripte aller gesendeten Episoden erworben hatte. Anscheinend hat es Alan Wake als Teil einer Bewerbung zum Drehbuchautor für die Serie verfasst. Initiativdrehbuch für Night Springs, Folge Über die Schwelle, so finster, von Alan Wake. Over the Threshold. Moderator, V.O. Es liegt in der menschlichen Natur, die Kräfte um uns herum kontrollieren und mehr noch besitzen zu wollen. Doch was geschieht, wenn diese Kräfte nicht für uns bestimmt sind? Oder nicht einmal für diese Welt? Was, wenn man diese Dinge nur an einem Ort entdecken kann? In Night Springs. Int Geheimlabor. Internes? Wir sind in einem Geheimlabor, auf dem großen Schild an der Wand steht The Federal Bureau of Night Springs. What? Wissenschaftler, ich habe es Ihnen so oft gesagt, Direktor, es ist noch nicht bereit. Direktor, es ist bereit, wenn ich sage, dass es bereit ist, Doktor, Wissenschaftler, aber das Wesen jenseits des Portals, wir können es nicht kontrollieren. Aha. Naja, Alan Wake scheint hier schon etwas länger zu chillen als wir. Und irgendwie, der weiß auf jeden Fall, was hier abgeht. Das ist, interessant. So, da hinten haben wir, glaube ich, noch eins. Genau. Automatenprozedere. Ach so, Kein Prozedere bekannt, momentan werden wir uns jetzt durchgeführt. Ein Warenautomat. Die Vorderseite besteht aus Kunstholz. Es funktioniert mit Münzen. Die einzelnen Produkte werden über Tasten ausgewählt. Das Objekt generiert und lagert eine Auswahl an Materialien, essbar und nicht essbar, in seinen internen Ablageflächen. Erste Tests weisen darauf hin, dass das Objekt auf die Gedanken des nächsten Individuums in der Nähe reagiert und erzeugt, was immer dieses unbewusst ersehnt. Versuche, das Objekt an Lebenden erzeugen zu lassen, sind konsistent fehlgeschlagen. Hintergrund: Das Objekt wurde in einem Altenheim in Alberta gefunden, dem eine Bewohnerin namens Muriel einen
einem Nachrichtensender vor Ort an einem magischen Automaten von einem magischen Automaten berichtet hatte. Dem Nachrichtenbeitrag zufolge befüllte das Altenheimpersonal den Automaten absichtlich mit verschiedenen Snacks und Objekten, um den Bewohnern eine Freude zu machen. Die Eingreiftruppe der Behörde konfiszierte das Objekt und half, diese Geschichte zu verbreiten. Ja, jetzt versteckt der Bastard sich hier und fliegende Ranger hier, könnte lesen. Na gut, dann spielen wir mal Schaum. So, Massenkontrolle, letzte Frist. Da sind sogar zwei Aufgaben. Wenn die Herausforderung zu schwer ist, kann. Naja. Da denkt man jetzt, man hat so ein cooles Arcade-Spiel, dann ist es doch einfach nur. Libere Leben. Aber das ist okay. Na los. Genau. Jetzt müssen wir einmal halt hier überleben, einmal dieses Abschließen für die Quest. Mal. Ja, okay. Ich sterb halt so. Ja, fast tot, ne? Das ist auch nicht so geil. Also habe ich schon angefangen, dass ich nicht geheilt wurde am Anfang. Schon räudig. Ja, dann kann man das noch mehrmals spielen, um dann einfach, ne, seinen Highscore zu schlagen und so, aber das müssen wir, glaube ich, nicht machen. Ja, passiert mal was? Hallo? Oh. Ich hasse diese Sniper-Penner, ey. Ich hasse sie so sehr. Oh. Ihr seht, wie viel wir geschafft haben gerade, ne? Naja. Oh Mann, ey. Wow. Das ist eine Enttäuschung. Darf ich wenigstens gleich wieder anfangen oder wie sieht das aus? Ja. Wie sieht man laden muss? Na los. Spawned, ihr Penner. Wir kämpfen. Ey, ich werde hier auch nur gescampt, Alter. Unfassbar. Sag mal, jetzt mach hier keinen Scheiß, Alter. Mann! Was ist da denn jetzt passiert? Das war echt Scam. Ich würde sagen, was er wollte. Warum seid ihr so schnell? Warum ist schon direkt so ein Dicker da? Der war doch eben nicht da. Alter, ist das Abfuck. Ist ja ultra Abfuck einfach nur. Da wird schon so ein Dulli hier rumhantiert. Was soll das denn? Ja, klar, dass er jetzt erscheint. Schon so
keinen Bock mehr. Also wenn das jetzt nochmal scheitert, dann lasse ich es, glaube ich. Und dann wieder später nochmal oder gar nicht. So, Dickerchen, wo bist du? Da. Bumm. Sind mir zu viele Gegner, Corella, bin ich ganz ehrlich. Wie viele sind das? 8 oder so? Oh Gott. Hier noch unterwegs. Ja. So, weg mit dir. Ganz schön, also auch für mich. Nein! Bro, ich höre ihn, aber ich konnte nicht entkommen. Gerade ziemlich schlecht. Ich spiele aber auch ein bisschen schlecht, muss man natürlich sagen. Der Ground Pound verballert auch immer meine komplette Energie, ne? Ist scheiße. Das hat so eine Reichweite, dieses Drecksviech. Das ist unfassbar. Oh, Leben. Wo bist du? Hat er sich jetzt nochmal verpisst? Oh nö, Alter. Zeig dich! So. Dann halt so, wenn dich nichts trifft. Mann, 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 ey. Ein bisschen. So. Hey! Jetzt schon die Leiche nehmen. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ja, ich hab dumm gespielt. Ja, komm, dann halt nicht. Dann leck mich. Ganz ehrlich, dann leck mich am Arsch.
Ah, ich keinen Bock drauf. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh. Nee, Bruder. Nein, das macht keinen Spaß. Was ist denn? Warte mal. Jetzt habe ich keine Mission ausgewählt. Wie heißt das nicht wieder? Ja, was ist denn der andere Modus? Das können wir ja mal uns angucken hier. Letzte Frist. Töte genug Gegner, bevor die Zeit abläuft. Jeder Kill verschafft dir mehr Zeit. Ja, okay, das klingt vielleicht besser. Wieder Cancer. Ach, dann nur so ein Lab-Gegner erstmal. Ach ja. Geh mir auf den Sack. Geh mir auf den Sack, hab ich gesagt. Und was tat er? Er ging mir auf den Sack. Meine Message nicht so ganz verstanden. Das ist alles suboptimal hier. Ich habe ihn einfach, Alter, ich habe ihn aus dem Leben gezogen. Habt ihr das gesehen? Das war geil. So, zack, zack, zack. Wow, was tust du da? Ja, aber der Modus ist auf jeden Fall schon entspannter. Doch. Wo ist deine Wahl? Spritzen. Mann, ich hasse diese Kante, die ist zu kacke. Kotzt so ab, Mann. Und die kleinen Gegner erstmal killen. Kleinere Gegner bringen auch weniger Zeit als große Gegner, glaube ich, ne? Wie ich das richtig gesehen habe. Da hat wohl mir einer 10 Sprünge gebracht. Oh, das weiß ich aber, weil ich es vergleichsweise gekillt habe. Das war dumm eigentlich. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Muss warten. Schlecht ist. Aber wir haben es gleich, tatsächlich. Das ist noch irgendeine Scheiße, die euch kurz hängt. Ich hab's geschafft. Hey, immerhin. Okay. Dann haben wir die Quest auch offiziell geschafft. Sehr gut. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Dann war es ja eine arcade-tastische Folge heute. Ja. Gut, dann soll es aber für heute gewesen sein. Ich sag danke fürs Zusehen.
Oh, und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns genau hier wieder und dann folgen wir mal weiter Hartman oder der ganzen Sache hier. Bis dahin. Ciao.